Alles gut? Teil 3 von unserem Vortechnik-Video. Ich habe es immer gesagt, macht ein Vortechnik-Video, wir sind jetzt schon im dritten Teil. Erster Teil zur Wiederholung war ja Bike Setup Grundposition. Zweiter Teil war dann quasi für die engen Kurven Hinterradversetzen das Doppi in der leichten Neigung bzw. mäßigen Neigung. Und der dritte Teil ist jetzt sehr praxisorientiert, ihr seht es, ich erkläre euch enge Kurven fahren und enge Kurven versetzen, auf was drauf ankommt. Warum Hinterradl versetzen in die Alpen? In die Alpen sind wir auf relativ engem Gebiet am Weg und da braucht man halt einen anderen Radius im Gegensatz zu einem Bikepark bzw. einer Murmelbahn. Ich schiebe das Rad jetzt einmal durch, ihr werdet es sehen, ich schiebe das durch, wenn ich die Kurven durchfahre und ihr seht, mein Vorderrad macht einen Radius, der ist da, aus der Bike. Und mein Hinterradl ist ungefähr da, wo die Steiner sind, also in der Tiefe drin. Das heißt, ich schneide jetzt, projizierend gesehen, die Kurve ungefähr einen Meter ab. Jetzt funktioniert das da natürlich super, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel da Steine sind, etc. Genau. Um das zu managen, muss ich quasi das Hinterrad versetzen, damit ich dann weiterfahren kann. Jetzt ist die Frage, wie versetze ich mein Hinterrad? Ich habe euch in Teil 1 erklärt, das mit dem Bike-Setup und der Grundposition. In Teil 2 habe ich den Stoppi schon geübt. Und in Teil 3 passiert jetzt quasi in die Kurve eingehend eine Bremsung. Das heißt, es bremst fast 100% mit dem Vorderrad. Es sucht sich einen Bereich, der was griffig ist. Und gibt dem Radl einen kleinen Impuls. Das heißt, mit den Klicks nicht anziehen, sondern nur einen Impuls geben. Und das Rad hebt sich nach vorne. Das war wie Teil 2 das Doppel. Das heißt, immer noch in der Grundposition, das heißt Ellbogen angewinkelt. Natürlich müsst ihr jetzt mit den Beinen arbeiten und wenn ihr die Beine lang habt und gebeugt habt, könnt ihr das Bike super ins Sweetspot holen oder nicht. So, jetzt steht aber das Bike nur so da. Die Problematik ist ja, wie kommt das Bike in die Kurve? Und ihr seht, das Bike kommt dann in die Kurve, wenn sich der Lenkkopf, das ist der Bereich, zum Berg neigt. Und das ist die gleiche Thematik wie enge Kurven fahren. Es müsst das Bike aufstellen und reindrücken. Schauen. Also, Bremse, zack, Impuls, Bike kommt hoch, passiert noch nichts. Es drückt das Bike rein und auf einmal dreht sie das Hinterrad. Und dann lasse ich aus und kann die ganze Energie mitnehmen. Wichtig ist bei der Sache, ich zeige euch jetzt das einmal falsch und dann richtig, es müsst mit dem Gewicht vorne sein. Wenn ihr es mit dem Gewicht hinten seid, funktioniert das überhaupt nicht. Okay? Passt. Ich schiebe es einmal auf und jetzt kommt die falsche Fahrt. Ich fahre jetzt falsch die Kurve, oder? Falsche Kurve. Ich habe es gesehen, Vorderrad geht weg. Sehr schwammiges Verhalten. Gewicht hinten. Und falsch Hinterrad versetzen probieren. Wenn zu viel Gewicht hinten ist, kann das Bike nicht hochkommen. Jetzt fahre die Kurve richtig fahren und richtig versetzen. Ellbogen draußen, Beine lang. Druck vorne. Die richtige Kurve jetzt auch nochmal in Slow-Mo, damit ihr seht, worauf es wirklich ankommt. Martin ist in der Grundposition, das heißt Ellbogen angewinkelt, Beine waagrecht, Knie leicht gebeugt, aber ziemlich gestreckt und Blickrichtung in Fahrtrichtung. Und dann geht die Kurve wie geschmiert. Ich habe es gesehen, kein Rutscher, Druck war am Vorderrad, das Profil kann richtig arbeiten, man ist viel stabiler und wenn in der Kurve was ist, man kann das ganze Bike schneller zum Stillstand bringen. Wichtig ist, habt ihr gesehen, ich drücke das Bike ab. Und jetzt machen wir das richtige Versetzen. Also ich kommentiere das jetzt relativ laut und dann seht ihr die Abläufe, wie man das macht. So, in die Kurve, Grundposition. Punkt suchen zum Versetzen, Impuls Bike hoch und dann könnt ihr es reindrücken. Auch beim Hinterradversetzen fahrt ihr wieder in der Grundposition an, genau wie wenn ihr die Kurve durchfahren würdet. Jedoch, wenn ihr die Kurve durchfahrt, dann wählt ihr mit dem Vorderrad die Kurve ganz außen, also ihr versucht sie möglichst groß zu fahren. Wenn ihr allerdings Hinterrad versetzen wollt, dann wählt ihr die Kurve innen, ihr versucht sie recht eng zu fahren. Dadurch seid ihr steiler in der Kurve und der Impuls zum Radversetzen geht leichter. Den Impuls gebt ihr eben wieder, indem ihr zuerst das Gewicht leicht nach hinten gebt, dann nach vorne und gleichzeitig
die Vorderradbremse gezogen habt. Und wenn ihr jetzt noch in die Kurve reinschaut und das Bike gleich zum Hang drückt, dann kommt das Heck wie von selbst um die Kurve. Wenn man es richtig reindrückt, gerade zum Schluss habt ihr gesehen, wie auf einmal das Rad rumkommt. Also wichtig ist, wenn das Rad in der Luft ist, ihr müsst den Lenkkopf zum Berg immer drücken. Und dann überholt euch das Heck. Wichtiger noch, macht es nicht in zu flachen Kurven das Hinterrad versetzen, sondern probiert es auch ruhig mit einer Neigung, dann wird es wesentlich leichter. Weil ihr diese Anziehungskraft nutzen könnt, quasi als Beschleunigungsenergie. Und wenn die Kurve zu flach ist, müsst ihr aber antreten und den Impuls aus dem Antreten nehmen. Aber jetzt heißt es üben, üben, üben. Dann lasst uns Teil 2, Teil 3 schauen, weil Teil 4 wird folgen und das ist dann die Kurve am Vorderrad durchfahren. Und wichtig ist, wie alles im Leben, ein Yin und ein Yang, linke und rechte Kurve probieren. Also, dranbleiben und viel Spaß damit.